So, willkommen zurück auf YouTube, willkommen zurück im Stream natürlich. Wir machen jetzt weiter. Also, wir haben, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, wo wir sind. Ich durfte keine Zeit verlieren, ihn zu öffnen. Was? Verschlossen, ich durfte keine Zeit verlieren, ihn zu öffnen? Was? Oh nee. Die Treppe führt auf den Dachboden, echt jetzt? Oh Mann. Where was she taking us? It didn't matter. I knew I would follow her. Just like I knew nothing good was waiting for me up there. This path in the midst of the night would come to an end. In this world or another. Ende von Kapitel 3. Ui. Okay. Wir wissen also nicht, wo sie uns hinbringt. Eine Spur aus Blut. Ah, hier hat's gespeichert, sehr schön. Wie viele Streichhölzer liegen hier? 5. Okay, die teilen wir uns ein. Da vorne liegen aber nochmal welche. Was ist das? Ah ja, okay, das ist die Tür, wo wir hergekommen sind. Was ist das? Das Ding, das hier eingesperrt war, war wohl nicht besonders begeistert. Was heißt hier, das Ding, das hier eingesperrt war? Was meint er damit? Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Oh, ein Lichtschalter. Ah, das kalte Klicken des Schalters, er war wieder tot. Dieses Mädchen. Ah ja, William Westers Tagebuch. Dieses Mädchen ist ein Diamant. Sie öffnet sich immer mehr und mehr, selbst wenn ich ihr gar keine Fragen stelle. Sie hat mehr Narben, als ich je verursacht habe. Ui. Aber sie verdient keine. Ach so. Sicher führt ihr Talent daher. Okay. Sie sagt, dass ich sie glücklich mache, aber sie weint immerzu. Nur auf der Bühne, wo sich ihre Stimme und der Klang meines Klaviers treffen, habe ich das Gefühl, sie zu lieben wie ein Mann. Nicht wie eine verzweifelte Seele. Sie zu lieben wie ein Mann? Wenn die Realität einsetzt, komme ich mir so machtlos vor. Ich habe mein ganzes Leben auf sie gewartet und nun bin ich wie betäubt. Gefangen in diesen modrigen Mauern, die ich bei mir trage. Meine Hände zittern, wenn ich ihre Haut berühre, denn ich verstehe, dass zwischen uns etwas fehlt. Etwas, das bei den anderen Mädchen immer da war. Ein kalter, scharfer Splitter aus Silber. Ew. Der wird doch wohl nichts Böses im Schild haben. Okay, hier ist eine Tür. Ohne Licht keine Chance. Ich bin ja schon dabei. Nein! Oh, bitte geh an. Na, Gott sei Dank. Okay, die ist zu. Definitiv. Die Tür war durch etwas versperrt. Ja, ich wollte gar nicht das Ding. Ich wollte die Streichhölzer mitnehmen. Danke. So, eins liegt noch da. Oh, hier ist es so dunkel. Der Besitzer hatte eine Leidenschaft für seine Bücher. Alter, hier ist es so extrem dunkel. Ah. Selena. Was? I love you, Selena. Gruselig. Hör! Ah. Da ist ja... Jetzt sieht sie mich. Liebst du mich? Wieso fragt sie das jedes Mal? Aber hier können wir speichern. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch mal. Ich weiß, es hat zwar gerade eben erst gespeichert, als wir in den Raum reingegangen sind, aber man muss hier ganz Käse nicht nochmal lesen. Okay, ich speichere jetzt genau hier. Das ist ja anscheinend jetzt unser Safe-Raum, würde ich mal sagen. Ja gut, bis jetzt haben wir festgestellt, dass kein einziger Raum safe ist. Puh, okay, wo war denn jetzt nochmal unser Tagebuchzeugs? Da. Keiner der Schalter auf dem Dachboden funktionierte. Die Nacht herrschte dort über alles. Ich musste sie fortjagen, doch wo sollte ich Licht finden? Okay. Okay, Polarstern, soweit so gut. Nachtmusik, Stromausfall, ja, das hat man ja alles. Okay. Da fehlt anscheinend auch noch eine Kleinigkeit, die wir noch nicht erreicht haben. Das habe ich nicht gewusst, aber naja. Kommen wir vielleicht noch dazu. Oh, immer diese Fehlzündungen, das ist echt nervig. So.
Okay. Hallo? Man kann es ja mal probieren. Der Uhrenzeiger war blockiert. Wie lange war sie schon hier? Halt, da ist ein Büchlein. Oh, nee, Margaretes Tagebuch. Die olle Schapnelle, die uns die ganze Zeit verfolgt. Ich schreibe selten, aber ich höre nie auf zu malen. Ich sehe mehr, seit ich mein Augenlicht verlor. Selbst das Haus ist in meiner Vorstellung deutlicher. Die Formen, die Möbel, die Winkel. Ich sehe mein Umfeld nicht nur so, wie es scheint, sondern als Ganzes. Als globale Karte, die meine Seele zu jeder Zeit umarmt. Es sind nicht Dinge, die Es sind nicht Dinge, die unermesslichen Reichtum bringen. Mein Geist ist eine Dunkelkammer, wo ich Bilder von der Welt entwickle. Bilder, die eine neue Wahrheit beinhalten. Das ist wichtig, um den Plänen der alten Narren vom Vespa-Vorstand entgegenzuwirken. Ich lese sie wie die mittelmäßigen Bücher, die sie sind, und schalte mit Hilfe meines Anwalts einen nach dem anderen aus. Ich bin die Alleinerbin. William wird der Nächste sein, und dieses Unternehmen wird ihm den Weg zum Aufstieg bereiten. Ich erkenne, welchen Hass er gegen mich empfindet. Damit kann ich leben. Er ist erst 11 Jahre alt und fürchtet sich noch vor der Dunkelheit. Ich brauche seine Zustimmung nicht, um ihn auf den Weg seines Schicksals zu zwingen. Alles klar. Die Alte will also unbedingt, dass ihr Name, was bedeutet, quasi. Albtraumhaftes Gemälde. Das brauchte ich nicht. Oh, da hinten steht die Olle. Einer von Selinas Schuhen, oder gehört er einem anderen Opfer? Da ist noch ein Büchlein. Margarets Tagebuch, nächstes. Laut Dr. Rosenthal wird mein Augenlicht immer schwächer. Nur durch vage Helligkeitsunterschiede kann ich Tag und Nacht unterscheiden. Letzte Woche musste ich Sarah bitten, mich zu führen, weil ich Angst hatte, mich zu verletzen. Ich habe mich endlich damit abgefunden, dass ich nie wieder werde malen können. Aber ich träumte vom Krieg in Europa. Bomben verbrannten die Erde. Eine davon förderte den Leichnam meines Mannes zutage und machte ihn zu Rauch, der zum Himmel aufstieg. Er regnete auf mich herab wie schwarzer Schlamm, und ich verstand, dass die Dunkelheit schon immer da war. In der Erde und in mir. Es war vorherbestimmt. Als ich aufwachte, ließ ich alle Farbtuben wegwerfen und behielt nur die schwarzen. Ich konnte die Leinwand kaum erkennen und formte mit meinen Händen einen Rahmen, in dem ich mir das Bild vorstellte. Dann begann ich zu malen und konzentrierte mich nur auf meine Bewegungen. Schnelle, scharfe Striche, die neue und klare geometrische Formen malten und Schatten warfen. Ich begann, meine Welt wieder unter Kontrolle zu bringen. William hatte ich, sehr zu seiner Genugtuung, zu lange den Dienstboten überlassen. Es wurde Zeit, dass ich mich wieder um seine Erziehung kümmerte. Da ist die Tür. Ich sehe nichts. Ein Foto. Alter. Die sehen alle so schrecklich aus, die Fotos. Ich bin nicht da. Ah, scheiße. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Tut mir leid. Oh, verdammt. Okay, wir wissen zumindest schon mal, dass sobald wir da reingehen, der Geist auf uns scharf wird. Klingt komisch. Okay, die ganzen Scheißbücher haben wir ja schon gelesen. Noch so ein Oger, der einen Mann verschlang. Margarets Tagebuch, noch eins.
Seit meinem Unfall im letzten Jahr sehe ich sehr schlecht. Die Welt ist mir fern, als hätte sie mir den Rücken zugekehrt und wäre fortgegangen. Ich kann nicht sehen, aber ich habe viel geweint und wollte das Offensichtliche nicht wahrhaben. Am Tag ist die Welt wie eine weiße Leinwand voll verschwommener Formen, die bei Sonnenuntergang verschwinden, als hätte die Dunkelheit sie verschluckt. Wenn ich eine spezielle Brille trage und ganz nah an das Papier rücke, kann ich etwas schreiben. Auf diese Weise kann ich auch malen. Ich habe elektrisches Licht in meinem Arbeitszimmer installieren lassen, damit ich weiter arbeiten und lesen kann. Die Anstrengung verursacht schlimme Kopfschmerzen, die ich nur mit Morphin bekämpfen kann. Ein wenig. Ich glaube, William versucht, meine Schwäche auszunutzen, um sich von mir abzukapseln. Er hat kein Mitgefühl. Er liebt mich nicht. Wahrscheinlich hat er mich nie geliebt. Ja, so eine komische... Gut, so eine verkorkste Mama möchte keiner haben. Klar, es ist die Mutter, man kann aber nicht immer. Was? Nicht vergessen. Was? Mutter sieht fast nichts mehr in der Dunkelheit. Vorhin hat mich einer von Mutters Schatten überrascht, als ich die Räume abgeschritten habe. Sie hob die Arme und griff nach mir. Ich hatte eine Kerze in der Hand, doch vor lauter Furcht ließ ich sie fallen. Die Flamme erlosch und als ich zurückwich, sah ich, wie das Ding einfror. Sie roch die Dunkelheit und ging fort. Das werde ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Um den Geistern zu entkommen, muss ich mit der Nacht verschmelzen und mich in die gleiche Kleidung hüllen, einer von ihnen werden. Echt jetzt? Ich kann die Tür aber nicht aufmachen, wenn ich nichts sehe. Bin ich jetzt echt wieder rausgerannt, oder was? Ach nee. Ein Grammophon. Ohne Schallplatte würde das Grammophon stehen bleiben. Ja. Shit. Da ist sie ja schon wieder. Ja, ich weiß, Grammophon. Ja, ich weiß, Schallplatte. Ich suche ja schon. Mann! Ich krieg echt noch einen Herzinfarkt irgendwann bei dem Scheiß. Mann! So. Es dauert Wochen, bis ich begreife, was da passiert. Ich werde Mutter. Es ist zu schnell gekommen. Ich will es unbedingt meinen Eltern sagen. Jim wirkt so überrascht, als er die Neuigkeit hört, dass ich lachen muss. Für mich kann ein Kind nur ein Segen bedeuten. Aber das Leben ist kein Märchen. Jim wird jeden Tag ein bisschen kälter. Er kommt spät nach Hause. Er sieht mich oft beschämt an, will mich nicht mehr anfassen und geht oft fort. Er sagt, dass die Geschäfte schlecht laufen und er zur Arbeit muss. Etwa 2 Wochen später sagt er mir, dass wir das Baby nicht behalten können. Als wäre es ein kaputtes Möbelstück, das wir einfach so wegwerfen können. Ich sage ihm, dass wir es vielleicht nicht können, aber dass ich es kann. Er weigert sich. Er will mich, aber nicht das Kind. Ich weine, ich schreie, ich sage, ich gehe fort. Mit New York ist es aus für mich. Diese wenigen Worte sind der schlimmste Fehler meines Lebens. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Die Kamera hat mich gerade irgendwie... Licht, warte mal, da ist so ein Kabel. Nein! Nein!
Verflucht sollst du sein, olle Schrapnelle. Wenn ich aus diesem Haus rauskomme, komme ich mit einem Generator und einer Flutlichtanlage wieder und brenn die Scheiße aus dir raus.